Und schon wieder zurück bei Dragon Age Inquisition. Nach meinem kleinen Osterurlaub. Jetzt auch die Vorausaufnahmen wieder beendet. Das heißt, ich nehme heute wieder für heute auf. Und wir sind noch in der Himmelsfeste unterwegs, aber wir können den Kriegsrat einberufen, denn es dürften eigentlich mittlerweile nach mehreren Tagen dürften alle ihre Aufgaben abgeschlossen haben, die wir jetzt noch so verteilt hatten. Ja, gucke mal da. So, wir haben Vandalaria bekommen und Todeswurzel. Das finde ich schön. Ein formell eingereichter Bericht. Aktuelle Fortschritte und Ergebnisse. Einige Tiere in Regionen mit geschlossenen Rissen zeigen eine geringere Zahl veränderter Verhaltensweisen. Doch die Ergebnisse sind inkonsistent. Verschiedene Anomalien im Jagdverhalten deuten darauf hin, dass die Breche die örtliche Fauna weiterhin beeinflusst. Ferner weisen einige Spezies weiterhin erratische Verhaltensmuster auf. Ich vermute, dass das Öffnen und Schließen von Rissen Schwankungen im Schleier auslösen, die die natürlichen Instinkte dieser Spezies stören. Langfristige Auswirkungen unbekannt. Ein Studium der Flugmuster lokaler Singvögel könnte weitere Ergebnisse liefern. Zusätzliche Hinweise. Ich habe einen 50-seitigen Bericht an Kommandant Cullen geschickt, in dem ich Möglichkeiten erläutere, dem aggressiven Verhalten einiger Spezies zu begegnen. Da freut sich der Cullen. Ist in der fauchenden Ödnis alles ruhig? Es gibt dort nur noch ein paar vereinzelte Venatori. Ich könnte mir vorstellen, dass nach ihrem Versagen einige Köpfe gerollt sind. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Die Stärke des Schleiers bewerten. Inquisitor, das Experiment war erfolgreich und die Messungen sind bemerkenswert. Indem ich die relative Stärke des Schleiers auf Karten von Orlais und Ferelden übertragen habe, konnte ich Punkte extrapolieren, an denen die Entwicklung kleiner Risse zu vermuten ist. Das heißt, wir können die Truppen der Inquisition gezielter einsetzen und gleichzeitig den Schutz der Leute gewährleisten, die ansonsten von Dämonen bedroht würden. Überdies habe ich einen besonders interessanten Knoten in den Hinterlanden ausgemacht, an dem sich ein sehr großer Riss noch nicht geöffnet hat. Wir sollten in diesem Gebiet unbedingt nach dem Rechten sehen, Solas. Einen Knoten? Moment. Einen Knoten in den Hinterlanden? Jetzt muss ich mal doch gerade ganz kurz. Ich bin sofort wieder da, einen ganz kleinen Augenblick. So, da bin ich auch schon wieder. So, dann würde ich sagen, wir gucken erstmal nach dem großen Riss und beschäftigen uns dann mit den neuen Aufgaben, die so vor uns liegen. In den Hinterlanden. Oh, finde den mächtigen Riss direkt da oben bei den Höfen. Oh, das ist aber nicht gut. Das ist aber nicht gut. Ja gut, dann lass uns doch mal hier zu den Höfen reisen. Wir waren schon lange nicht mehr bei den Höfen von Redcliffe. Lang, lang ist's her. Und natürlich Dorian. Kann ich hier eigentlich wieder mein Pferd auspacken, ne? Ist denn der Meister Bennett? Ich glaube, so hieß er. Das war ja der, der uns die ersten Pferde geliefert hat für die Inquisition. Ist er dann vielleicht böse, wenn ich hier meinen Drakulisten auspacke, statt seine Pferde? Nicht, dass das irgendwie, ne? Ich lasse das mal. Ich glaube, das ist ja wieder, wir sind ja wieder in den Hinterlanden unterwegs. Und hier sind die Wege bei weitem nicht so unendlich lang, wie sie in der fauchenden Ödnis gewesen sind. Das heißt, wir können hier durchaus auch zu Fuß unseren Weg finden. Ich glaube, da hinten kann man hoch. Ich mag noch immer die Sulivin-Klinge. Also diese, die wir selbst hergestellt haben. Die sieht nicht nur extrem gut aus. Ich meine, sie passt jetzt nicht so ganz. Hätte sie gerne irgendwie rötlich gehabt oder sowas. Golden ist schon okay. Aber rötlich wäre noch cooler gewesen. Die passt so vom Aussehen her nicht so ganz zur Rüstung. Aber sie haut schon extrem hart rein. Das muss man ja mal sagen. Ich nehme natürlich Dragostein mit und auch Embryum, auch wenn wir es wirklich nicht brauchen. Wirklich nicht. Überhaupt nicht. Aber ich kann nicht dran vorbeilaufen. Nein! Man kann es nicht mitnehmen. Komm, diesen kleinen Bären hier, den lasse ich mal in Ruhe. Wie komme ich denn da oben rauf? Wie weit muss ich denn hier laufen? Da hinten rum muss ich, ne? Mhm.
Nee. 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 Ich bin falsch gelaufen. Okay. Ich dachte, man käme von beiden Seiten dahin. Mensch. Guck mal, die haben den Bär skaliert. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert, sie haben skaliert. Das mit dem Feuer wiederum, das passt sehr, sehr gut. Okay, jetzt hole ich doch meinen treuen Drakulisken. Was ich ein bisschen schade finde, als wir hier hingekommen sind, ne, damals, das erste Mal, da hatten wir ja ein Rennen gemacht mit der guten Dame. Können wir denn da eigentlich noch mehr Rennen machen oder gab es die nur hier an den Höfen von Radcliffe? Weil ich hatte jetzt irgendwie vermutet, dass wir, also guck mal, die fauchende Öde. Die fauchende Ödnis da. Die bietet sich doch wundervoll an für solche Pferderennen. Aber irgendwie scheint das nur hier der Fall gewesen zu sein. Es sei denn, ich habe da was nicht mitbekommen. Aber es gab jetzt auch nirgendwo mehr einen Hinweis dazu, dass es irgendwie eine Möglichkeit geben würde, Pferderennen zu veranstalten. In anderen Regionen. Ups. So, einmal hier oben rauf, bitte. Der Heim des Toten. Hoch! Entschuldigung! Boah, das tut mir gerade so leid. Das arme Vieh, wie das. Ach, das ist die Höhle, die wir. Ah! Hatten wir nicht hier diese Höhle erkundet und uns noch gedacht, was ist denn hier? Hier ist ja nichts Sinnvolles drin. Jetzt habe ich so eine Vermutung, was hier Sinnvolles drin sein könnte. Die Höhlen selber haben wir schon erkundet, keine Sorge. Also wir verpassen jetzt hier nichts. Der Riss im Nichts. Ist das ein besonders harter Riss im Nichts, oder? Er hält sich so ein bisschen die Waage mit den anderen Rissen, die wir so festgestellt haben. Schließe den Riss. Bitte keine Hexen, bitte keine Hexen, keine Hexen, keine Hexen! Also, nicht, dass ich was exorbitant gegen Hexen hätte, aber bitte keine Eishexen hier aus dem Riss. Die Rune haben wir schon geholt. Kaplautz! Das war jetzt aber nur einfach irgendein Riss, ne? Okay. Also kein besonderer Riss oder kein... Hat jetzt auch keinen weiteren Auftrag freigeschaltet, wenn ich das richtig sehe. Dann war das einfach nur ein Riss. Guten Tag, Dorian. Schön, dich zu sehen. Ja. Musst du das jetzt nochmal für mich selber überprüfen, ob wir diese Rune wirklich geholt haben. Haben wir aber. Ja, gut. Wir haben also einen weiteren... Nein. Wir haben einen weiteren Riss in den Hinterlanden gefunden, aber ansonsten jetzt nichts von Bedeutung. Alles klar. Das bedeutet, auf in die Himmelsfeste. Denn ich weiß, wir haben noch ein paar Astrarien, zum Beispiel an der Sturmküste, die wir noch erledigen müssen. Wir haben noch ein paar Drachen, die wir noch erledigen müssen. Wir werden das auch noch tun. Aber ich habe ja versprochen, dass wir jetzt, nachdem wir wirklich lange, 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 lange Zeit, sehr lange Zeit, damit verbracht haben, einfach nur die Gegend zu erkunden, Nebenquests zu machen, hier hinzugehen, dahin zu gehen, Ewigkeiten durch endlose Weiten zu reiten, was schön war, definitiv. Aber ich habe ja versprochen, dass wir jetzt auch mal wieder ein bisschen in der Hauptgeschichte vorankommen. Das Inventar hatte ich aufgeräumt. Das Inventar ist aufgeräumt. Musste ich mich noch mal kurz vergewissern. Inquisitor?
Komme ich ungelegen, oder? Es hat jetzt ein bisschen den Eindruck, ne? Sie geht weg und vorher... Okay. Meine Berater können machen, was immer sie wollen. Ich will mich da nicht in Privatangelegenheiten einmischen. So, nun. Wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal in Ferelden. In Ferelden können wir nach den Wächtern suchen. Und in Orlais können wir die Westgrate untersuchen. Ich würde wirklich gerne die Wächter finden, um ehrlich zu sein. Hawk hat erklärt, dass Corypheus den Verstand grauer Wächter beeinflussen kann. Wenn die dunkle Brut sie unter seine Kontrolle bringt, hätte er eine Legion perfekt ausgebildeter Krieger. Die Inquisition muss Hawks Wächterfreund aufspüren, der sich in Kambald versteckt hält, um mehr über die Pläne der anderen Wächter in Erfahrung zu bringen. Niemand hat Kambald seit der Breche betreten oder verlassen. Liliana schickt ihre schnellsten Spione, um herauszufinden, welche Katastrophe sich dort ereignet hat. Mal gucken, ob uns da nicht eine Falle erwartet. Eine hastig gekritzelte, von einer Brieftaube überbracht... Brieftaube überbrachte Notiz. Inquisitor, Hawks Wächterfreund ist hier irgendwo, aber verschwunden, bevor ich mit ihm reden konnte. Der Kerl ist gut, seid vorsichtig auf der Straße, jede Menge Untote. Die Leute hier brauchen unsere Hilfe, alles weitere, wenn ihr hier seid. Harding. Ich habe das jetzt ein bisschen so gesprochen, wie Harding spricht. Ich erinnere mich, das war damals einer der größten Kritikpunkte an Dragon Age Inquisition, dass Späherin Harding während jeder Missionsbesprechung immer so einen sehr monotonen Tonfall an den Tag legt. Und das haben sie bei den DLCs deutlich verbessert. Ich glaube, das war so gewünscht, dass Späherin Harding einen monotonen Tonfall hat und ist dann halt nicht gut angekommen. Es ist schön, euch wohl aufzusehen, Inquisitor. Uns stehen ernsthafte Probleme bevor. Wenn ihr schon besorgt seid, sollte ich am besten gleich die ganze Inquisition alarmieren. Oder meine Gefahrenzulage erhöhen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ist die Lage wirklich so ernst? Oh. Kambald war vor 10 Jahren während der Verderbnis Schauplatz einer Überflutung. Das ist zwar nicht der einzige Riss in der Gegend, aber seit er aufgetaucht ist, kommen beständig Leichen aus dem See. Ihr werdet euch durch sie durchkämpfen müssen, um zu der Höhle zu gelangen, der sich Sir Hawks grauer Wächterfreund versteckt. Das finde ich aber auch. Wir sehen uns nie an netten Orten. Wobei, wir haben uns in der Himmelsfeste gesehen und auch miteinander gesprochen. Gab es auch schon Angriffe der Untoten auf das Lager? Bisher hatten wir es nur mit ein paar vereinzelten Schlurfern zu tun. Die meisten von ihnen suchen das Dorf dort unten heim. Vielleicht kann euch ja jemand in Kambald erzählen, wie ihr den Riss im See erreicht. Der Erbauer weiß, sie werden für eure Hilfe dankbar sein. Viel Glück und passt bitte auf euch auf. Also das war das, was ich meinte. Der Erbauer weiß, sie werden für eure Hilfe dankbar sein. Aber ich glaube, das ist einfach Späherin Harding, ne? Jetzt, wir wissen ja, wir haben sie ja in den DLCs nochmal getroffen, wir wissen, dass Späherin Harding auch anders sein kann. Es gibt neue Berichte. Setzt mich ins Bild. Seht selbst, Sir. Nun, errichtete Lager Obsidian-Studie? Ernsthaft? Eisen und Obsidian. Wirklich? Ernsthaft? Es gibt Neuigkeiten, Sir. Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen. So, die Requirierungen, die helfen natürlich auch dabei, dass man ein bisschen an Einfluss gewinnt. Ne? Also, dass man dann wieder Inquisitionsboni vergeben kann. Und in jeder Region mache ich mindestens eine Requirierung. Wir könnten die auch in allen Regionen machen, aber... Ihr wisst ja, ne? Okay. Wir sind im Kammwald angelangt und das ist eine offensichtlich... Was ist das? Warum ist das aufgedeckt? Eine offensichtlich nicht so... Hier wartet der Abgrund. Nicht so willkommen heißende Gegend. Hawks Verbündete aus den Reihen der Wächter.
Zwei Lager gibt's hier nur. Stille Wasser. Hilf Kamwald, die Untoten zurückzuschlagen. Ja, da gehen wir doch zuerst mal dahin. Hier gibt's einen Holzschlag und da ist ein Riss. Wirklich? Ist die Karte hier so klein? Ich gehe natürlich nicht erstmal dahin, wo wir hin wollen. Elfenwurzel. Wo wir hin sollen, sondern erstmal dahin, wo wir nicht hin sollen. Okay. Okay, nicht aufregen lassen, sondern Konzentration. Schön, dass wir uns in einem Gebiet bewegen, in dem konstant Gewitter herrscht. Boah, und dann auch noch Blitzeinschläge, die wirklich im Berg einschlagen. Warum tut es das? Nun ja, okay. Die Ruhe bewahren. Wir sind der Inquisitor. Wir sind der Herr über das Wetter. Nein, sind wir nicht. Es muss doch eine Möglichkeit geben, zu diesem Riss im See zu kommen. Ja. Bestimmt. Und am besten eine, bei der wir nicht ertrinken. Er klingt anders. Das Wasser verändert das Lied. Ja, ja. Es ist so, als würde man unter Wasser reden. Klingt ja auch anders. Als Kamwald. Einfach reinlaufen kann ich nicht, oder? Kann ich das... Oh, da hinten sind Gegner. Das Boot benutzen kann ich, glaube ich, auch nicht. Ich gehe mal erstmal die Stadt retten. Vielleicht können die uns weiterhelfen, vielleicht können die uns sagen, was hier überhaupt los ist. Nein, der Inquisitor ist bei euch, Andraste nicht. Diese Straßen sind nicht sicher. Graue Wächter. Wir sind graue Wächter. Wir danken euch für eure Hilfe, Inquisitor. Was macht ihr in Kamwald? Ein Wächter namens Stroud soll zum Verhör gebracht werden. Er soll hier durchgekommen sein, aber die Dörfler wissen nichts. Sie haben schon genug Schwierigkeiten. Stroud? Was wurde euch über diesen abtrünnigen Wächter erzählt? Kommandantin Clarell hat seine Verhaftung angeordnet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, Sir Stroud wird uns freiwillig begleiten. Ich habe eine Weile unter ihm gedient. Er ist ein guter Mann. So viel steht fest. Werdet ihr bleiben, um die Untoten hier zu bekämpfen? Meine Befehle verbieten es mir. Kamwald war nur ein Abstecher für uns. Falls die Inquisition helfen kann, bitte ich euch inständig, es zu tun. Die Dorfbewohner haben schon zu viele Leute verloren. Lebt wohl. Lebt wohl. Sir, seid ihr sicher, dass wir dem Dorf nicht helfen können? Unsere Befehle sind eindeutig. Wenn wir Wächter Stroud nicht finden, müssen wir schnellstmöglich zur Kommandantin zurück. Aber das fühlt sich falsch an. Ich weiß, aber wenn ich unsere Befehle richtig deute... Keiner dieser Wächter hat einen neuen Anführer erwähnt. Ich glaube nicht, dass sie zu Korypheus' Plan gehören, den Orden zu unterwerfen. Mir kamen sie auch nicht wie gute Schauspieler vor, nein. Ich hoffe, Hawks Wächterfreund hat Antworten für uns. Ja gut, also wir wissen ja, dass die Grauen Wächter nicht unbedingt dafür bekannt sind, im ganzen Land umherzureisen und gute Taten zu vollbringen. Die Grauen Wächter sind... Hallo? 5 Goldstücke geklaut. Die Grauen Wächter haben halt einen ganz, ganz klaren Auftrag. Da hinten habe ich übrigens Monster gesehen. Einen ganz, ganz klaren Auftrag, nämlich die Dunkle Brut bekämpfen. Und alles andere lassen sie dann im Zweifel auch mal links liegen. Aber es ist schon ein bisschen seltsam, dass... die Kommandantin Clarell da so explizit ist, helft denen nicht, sondern kommt sofort wieder her. Was aber in Anbetracht der Tatsache, dass hier die Welt untergeht... Habt ihr gesehen, wie mich die Grauen Wächter vor diesen Leichen gerettet haben? Sie sind unglaublich. Ich werde mich erkundigen, ob sie vielleicht nach Rekruten suchen. Ja. In Anbetracht der Tatsache, dass hier die Welt untergeht, kann ich mir vorstellen, dass die Grauen Wächter auch versuchen, ihre Leute beisammen zu halten. Aber Stroud wird uns mehr darüber berichten können, nehme ich an. Ich kann verstehen, wieso sich jemand den Wächtern anschließen möchte. Beim Erbauer, ihr seid der Inquisitor. Aber nun ja, die Wächter sind Helden. Sie haben mich vor diesen Dämonen gerettet, euer Gnaden. Und bei all dem, was gerade geschieht, möchte ich den Leuten auf dieselbe Weise helfen. Indem ihr euch den grauen Wächtern anschließt, könnt ihr euch nicht etwas einfallen lassen, das weniger tödlich ist? Wenn sie den Leuten so helfen will, ne? Dann wird sie bei den Grauen Wächtern nicht glücklich werden. Da sollte sie lieber zur Inquisition kommen, ne? Weil die Grauen Wächter... Nicht die Grauen Wächter haben sie gerettet. Ich habe sie gerettet.
muss man mal so unverhohlen sagen. Sucht nach einem anderen Weg, den Leuten zu helfen. Die Wächter haben im Moment eigene Probleme. Ja, euer Gnaden. Ich kann bestimmt auch etwas anderes tun, um zu helfen. Naja, Emissär geworden. Hallo! Da ist es ja, ja, kommt zur Inquisition. Da war es ja mit ihrer Überzeugung nicht weit hergeholt, oder? Oh, ich will unbedingt grauer Wächter werden. Nee, mach das nicht. Na gut. Ich schwöre, ich werde mich von den Wächtern fernhalten, Inquisitor. Danke für die Warnung. Na gut, ich will das nicht in Abrede stellen. Das vielleicht war das auch nur so eine fixe Idee, kann ja sein. Das ist das Dorf, das wir... Wow. Das Dorf Kammwald. Das ist das Dorf, das wir retten sollen. Erstmal die letzten Habseligkeiten der Bewohner hier mitnehmen. Wie man das halt so als Held macht. Kammwald sieht aber sehr trostlos aus und ich sehe schon wieder Gegner da hinten. Gar nicht so weit entfernt von hier. Kann es sein, dass Kammwald schon länger von Untotenheim gesucht wird? Wo waren denn die grauen Wächter? Darum sollten wir uns kümmern. Wo waren denn die grauen Wächter, hm? Bleibt weiterhin wachsam. Vom See kommen noch mehr. Ja, die kommen aus dem See, weil wahrscheinlich das Tor unter dem See ist. Danke für eure Hilfe, aber ich fürchte, wir müssen uns auf weitere dieser Kreaturen einstellen. Naja, zumindest solange das Tor da unten offen ist. Also der Riss. Hättet ihr einen Moment, euer Gnaden? Was geht hier vor? Seit dieses grüne Leuchten erschienen ist, kommen ständig Untote aus dem See. Der Bürgermeister kann euch mehr darüber erzählen. Ich hoffe, Andraste schickt euch, euer Gnaden. Wir sind hier seit Wochen gefangen. Ja, das tut sie. Ich will den Leuten nur ein bisschen Sicherheit machen, ja? Bin nicht selber überzeugt davon, aber wenn man ihnen das so sagt, dann werden sie vielleicht selber ein bisschen mehr Ruhe und Selbstbewusstsein ausstrahlen. Hoffentlich. Das wäre ein schönes, einladendes Dörfchen. Ich fühle mich direkt wohl hier. Warum zieht Judith nicht ins Dorf, solange sich die Lage nicht bessert? Beim Erbauer, wenn ihr irgendetwas zustößt. Sucht ihr nach jemandem namens Judith? Oh, habe ich etwa laut vor mich hingeredet? Judith lebt außerhalb des Dorfes. Als die Untoten kamen, bat ich sie, hier Zuflucht zu suchen. Doch sie wollte davon nichts hören. Warum sollte sie nicht irgendwo Zuflucht suchen, wo es sicherer für sie ist? Sie meinte, sie brauche Platz für sich. Dabei habe ich Judith gesagt, dass mein Haus groß genug ist. Und wenn sie Platz braucht, könnten mein Junge und ich auch in der Scheune schlafen. Aber sie wollte einfach nicht. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Ja, ich euch auch. Sieh nach Judith. Alles klar, können wir machen, ist kein Problem. Also Schnellreisestein von Kammwald. Wir hatten diese keine Besucher mehr, seit die Probleme angefangen haben. Diese riesigen Kürbisse hier. Meine Güte. Habt ihr einen Ort, an dem ihr die Nacht verbringen könnt? Ich würde euch ja ein Bett anbieten, doch dann müsste ich mir das Geschrei meiner Frau anhören. Wie freundlich. Hey, braucht ihr meine Hilfe? Ich kann sie euch nicht bieten. Dankeschön. Die Ernte wird schlecht ausfallen. Es ist zu gefährlich, die Felder zu bestellen. Was spielt das schon für eine Rolle? Es gibt sowieso niemanden, an den wir verkaufen könnten. Die Händler lassen sich hier nicht mehr blicken. Und jetzt, da unser Maultier tot ist, kann ich auch nicht mehr mit dem Karren zum Markt fahren. Euer Maultier ist tot? Was ist passiert? Na, was wohl? Diese Dinger sind in unsere Scheune eingedrungen und haben die arme Marigold in Stücke gerissen. Wir haben ihre Schreie bis ins Haus gehört, konnten aber nichts tun. Moment mal. Fließt hier Wasser den... Hier fließt Wasser den Balken runter.
Da. Ihr solltet euch vom See fernhalten. Da drin gibt es Monster. Okay. Ich halte mich vom See nicht fern. Zerknitterter Brief. Ein offensichtlich in Eile geschriebener Brief. Nach allem, was du mir erzählt hast, musstest du so schnell wie möglich aus Kamwald verschwinden. Musst du. Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber ich befürchte, du wirst gar keine Chance haben, wenn du es nicht versuchst. Mein Vater sagt, der Weg über den Pass des toten Mannes bringt dich sicher an diesen dreckigen Wegelagerern vorbei. Und in der Dämmerung müsstest du auch den Wölfen entgehen können. Beeil dich, mein Schatz. Syn. Hat sie offenbar nicht gemacht. Ihr solltet euch vom See fernhalten. Da drin gibt es Monster. Alles klar, danke für die Warnung. Was ist hier passiert? Diese schönen Zeichnungen da an der Wand. Verschwindet! Sucht euch euren eigenen Unterschlupf. Ich komme erst raus, wenn es sicher ist. Wer ist das überhaupt? Ich komme erst raus, wenn es sicher ist. Wer ist das überhaupt? Ich kann verstehen, dass man sich dann in seinem Haus verbarrikadiert, aber irgendwie muss man ja auch mal rausgehen, ne? Bitte! Ich meine, der Bürgermeister könnte eure Hilfe brauchen. Ich bin doch unterwegs, Mensch! Die Vorräte liefern sich ja auch nicht von selbst da in das Haus rein, oder? Wir hatten keine Besucher mehr, seit die Probleme angefangen haben. Ist da Shop? Sei denn, der hat, Shop? Shop? Na, sein Shop. Naja, gut, dann lass uns mal mit dem Bürgermeister reden, ne? Anschlagtafel. An diese Anschlagtafel sind mehrere Zettel geheftet. Ab sofort geht niemand mehr in die Nähe des Drachen. Ich habe bereits Nachrichten in die Hauptstadt geschickt. Wir müssen warten, bis man uns Hilfe schickt. Abgesehen davon werden wir morgen bei Sonnenaufgang beginnen, den See nach einer Spur von Henry abzusuchen. Bürgermeister Dedrick. Ich vermisse eines meiner Lämmer. Es hat einen Streifen am rechten Vorderhuf. Es ist gestern Abend von der oberen Weide verschwunden. Irrwahn. Wenn jemand Eddie sieht, soll er mich holen lassen. Lasst euch von ihr nicht einlullen. Sie weiß genau, was sie getan hat. Penelope. Braucht ihr Rechen? Ich leihe euch eins für 5 Kupfer. Sucht mich auf. Ich habe auch Wagen. Ist sehr gut, braucht aber Rep. Ihr könnt haben. Holt einfach bei mir ab. Bringt Räder mit. Y. Außerdem hat jemand Milton und Lonnie in das Brett geritzt. Oh, Milton und Lonnie. Oh. Wie niedlich. Das Haus des Bürgermeisters. Na gut. Herr Bürgermeister, was ist los? Der Inquisitor. Ich bin Dedrick, der Bürgermeister von Kamwald. Und ich stehe euch trotz all der Vorkommnisse zu Diensten. Seid ihr hier, um die Untoten aufzuhalten? Wir sollten es tun. Wir könnten es tun. Alle hier haben so viel Angst. Ein Riss im Nichts ist der Grund, warum sich die Untoten erheben. Wie kann ich ihn erreichen? Ihr meint dieses Leuchten im See? Es kommt aus den Höhlen unter Alt-Kammwald. Das Dorf wurde vor 10 Jahren während der Verderbnis von dunkler Brut geflutet und zerstört. Die Flüchtlinge, die wir aufgenommen hatten, starben. Ich habe einen Damm gesehen. Wenn wir ihn nutzen, um den See trocken zu legen, kann ich diesen Riss im Nichts erreichen. Ihr wollt den See trocken legen? Es gibt doch sicherlich noch eine andere Möglichkeit. Wir versuchen euch zu helfen. Niemand außer dem Inquisitor ist in der Lage, die Risse zu schließen. Um den Damm nutzen zu können, müsstet ihr die Banditen aus der alten Feste vertreiben. Ich kann euch nicht darum bitten, euer Leben zu riskieren. Naja gut, wenn es Banditen sind, ich meine, das wäre jetzt noch das geringste Problem. Kamwald wird nicht mehr lange durchhalten. Ich möchte euch nur ungern verlassen, ohne alles getan zu haben, was in meiner Macht steht. Ich nehme an, es muss wohl sein. Dieser Schlüssel öffnet das Tor zur Dammsteuerung hinter der Feste. Der Riss muss sich in den Höhlen unter Alt-Kammwald befinden. Aber Inquisitor, ihr solltet euch dort nicht zu lange aufhalten. Erzählt mir etwas über euer Dorf. Es hat schon glücklichere Zeiten gesehen. Wir bauen an, was wir können und handeln mit den Händlern, die über den Königsweg reisen. Wir sehnen uns nur nach Frieden, euer Gnaden. Das ist alles, was wir je wollten.
Was könnt ihr mir über die Banditen sagen, die sich in der Feste eingenistet haben? Die Wegelagerer? Sie sind nichts weiter als Schläger und Diebe. Sie bestreiten ihr Leben, indem sie Karawanen auf dem Königsweg überfallen. Als die Toten aus dem See kamen, haben diese Banditen den alten Wildhüter in der Feste ermordet und sich selbst dort breit gemacht. Wir hätten womöglich weniger Verluste zu beklagen, wenn wir dort Zuflucht gefunden hätten, statt uns in unseren Häusern verkriechen zu müssen. Es überrascht mich, dass ein so kleines Dorf wie Kammwald die Verderbnis überstehen konnte. Es stand auf Messers Schneide. Die Dunkle Brut verfolgte eine Gruppe von Flüchtlingen, die vor der Verderbnis flohen. Einige dieser Flüchtlinge waren... Sie waren schwer krank, aber wir haben sie aufgenommen. Sie starben, als die Dunkle Brut Alt-Kammwald flutete. Wie konnte die Dunkle Brut das zustande bringen? Die Kreaturen fanden die Dammsteuerung und zerstörten sie. Ich erinnere mich nur noch an die Schreie der Flüchtlinge und Dorfbewohner, als sie ertranken. Und nun kehren sie zu uns zurück. Auf ein andermal. Natürlich. Das ist wirklich ein bisschen gruselig, wenn du hier das alte Dorf hast und plötzlich die ganzen alten Dorfbewohner, die du vielleicht sogar noch kennst, aus dem See wandern, um dich anzugreifen. Oh Gott. Anderfels. Anderfels ist ein Land der extremen Gegensätze. Es ist der trostloseste Ort dieser ganzen Welt. Haben doch zwei Verderbnisse große Teile der Steppe so verwüstet, dass dort nicht einmal Leichen verrotten. Kein Insekt und keine Made wird sie je erreichen. Es ist aber auch ein Land voller Wunder, wie etwa Merdain, in dessen Front eine gewaltige Statue unserer Herrin gemeißelt wurde. Eine ewige Flamme in ihren ausgestreckten Händen. Oder die Feste von Weißhaupt, deren Mauern aus lebendem Stein über den öden Ebenen darunter thronen. Auch die anderer sind ein Volk der Extreme. Die frömmsten Priester und die tödlichsten Soldaten. Das ärmste Land der Welt und das gefürchtetste. Aus auf der Suche nach Wissen, Bruder Genitivi. Weißhaupt ist die Feste von den grauen Wächtern. Gut, wir haben unseren Auftrag. Wir müssen einen Riss im See schließen und verhindern, dass die Untoten... Hallo Jana, verfolgst du uns? Der Erbauer sei mit euch, Inquisitor. Danke für all eure Hilfe. Der Erbauer sei mit euch, Inquisitor. Danke für all eure Hilfe. Okay, alles klar. Jana verfolgt uns. Gut, wir haben unseren Auftrag, einen Riss im See schließen. Dafür müssen wir Banditen aus einer Dammsteuerung heraustreiben. Eigentlich sind wir hier, um mit dem grauen Wächter zu sprechen, der gesucht wird von seinen eigenen Leuten. Genug Potenzial für richtig viel Drama hier in der Gegend. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Und darum sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal bis gleich. Tschüss.